erfüllen Wünsche. Schleimer. What the fuck? What the fuck? What the, wie kommen die hier hoch? Ja! Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Minecraft Tech Kid, dieser behinderte Eisentür. Und der, mit dabei, der Relic Station LP und der Hutch. Einen wunderschönen Hallo. Guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, was ihr gerade habt. Genau, so. Und wir waren jetzt gerade dabei, hier mal schön hier Sachen zu basteln und so. Mensch. Ich bin gerade an einem Vulkan. Vulkan. Olli-Kan. Brauchst du noch etwas von dem Basalt? Oder hast du genug Basalt? Ich habe derzeit, glaube ich, genug Basalt, aber warum geht das denn jetzt hier nicht? Aber ich könnte dir eventuell noch welches abbauen, falls du... Ah, okay. Ah, oh, oh. Ach so. Ich kann fliegen. Ich liebe dieses Spiel. Danke, Hutch. Danke. Vielen Dank, du hast mein Leben so bereichert. Wegen dir? Ja. Also wegen dir, Hutch. Es ist so viel einfacher jetzt hier zu bauen und ich brauche gar keine Gerüste mehr. Ich hoffe, kann ich fliegen. Ich verbaue die trotzdem noch. Ich habe Angst, dass ich die nicht mehr verbaue. So. Wäre das auch geklärt? Jetzt wird erstmal hier gebastelt. Nee, das ist falsch, oder? Hatte ich das so? Ja, hatte ich. Na. Boop. Boop, boop, boop. Na, komm. Brav. So. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn? Ach, wir haben nichts, haben wir. Wir haben nichts, wir sind pleite. Nein, ach, nee, warte, nicht schon wieder. Ey, Hutch hat ja alles. Ja, genau. Ratsch, du bist unsere neue Bank. Yay. Du hast Geld. Begeisterung. Yay. Yay. Ich fühle mich irgendwie nicht geschmeichelt. Naja, du gibst uns Geld und wir geben dir dafür... Gar nichts. Die Erlaubnis, auf diesem Server zu sein. Aha, danke. Gerne. Weg. Na, was sollte das denn? Oh. Ah, falsch. Sag mal, du sollst das hier da reinpacken. Lalala, das Schwarze, nicht das Weiße. Lalala. Wir bauen etwas Stein ab. Es ist Vulkanstein. Nix gegen Vulkanstein. Das ist sehr gut. Vor uralten Zeiten stand hier ein Vulkan. Dann sind die Dinosaurier gekommen und haben es aufgefressen. Genau, und dadurch sind sie gestorben. Ah! Oh! Ah, apropos gestorben. Ja, das ist nicht so schlimm, denn wir können ja mal so sagen, ja, ab sofort nehmen wir 20 Minuten pro Folge auf. Nee. Ne? Da hätten wir ja zu wenig Folgen. Ach ja. Am besten machen wir nur 5 Minuten Folgen. Oh ja. Oder nur 1 Minute Folgen. Genau. Und dann eine 6 Minuten lange Werbung draufklatschen, dass man den größtmöglichen Gewinn hat. Und das wird dann... Moment, da wird die Werbung ja noch länger sein als das Original. Ich will nicht das Weiße, ich will das Schwarze. Ah, weg damit. Na? Ich weiß nicht wieso, wir haben tausende Items und ich renne mit einer Eisenspitzhacke rum und lass sie so, warte darauf, dass sie kaputt geht. Okay. Übrigens, du kannst die Eisenspitzhacke sogar noch reparieren. Ja, jetzt ist er kaputt. Jetzt, what the... Was baust du da? Ja, das dürfte passen, ja. Was ist denn das für ein krankes Gebäude? Ja, wie wirst du sehen? Es ist krank. Ja, natürlich ist es krank. Es ist krank, okay? Es sieht einfach nur... Was ist denn das? Ich habe vorhin gerade bei Galileo gesehen, ein Hotel, das sah genauso aus. In Berlin. Was? Ja, so ein Dreiecks... Hotel in Berlin war das. Kennst du das? Toll, ja. Deutschland. Ja, doch. Ja, kenn ich. So. Das sah genauso kacke aus. Fick dich. Wer kommt auf die Idee, dreieckige Häuser zu bauen? Das sieht kacke aus. Das sieht nicht kacke aus, sag mal. Runterrutschen. Alter, willst du eine gescheuert kriegen? Dann weißt du, was kacke aussieht komm, nachher. Her. Und zwar dein Gesicht danach. Komm hierher. Komm, guckst du von mir. Hä? Wo bist du denn, hä? Ich bin hinter dem Gebäude. Gebäude, hier sind so viele. Hier. Yeah. Ah, ja, komm her. Guck, guck's dir an. Guck's dir genau von hier aus. Und sag mir, ob's gut aussieht. Ich finde, es sieht aus wie ein komischer Zwerg oder so. Eine Mütze. Yo. Warte.
Warte. Ja, also, ich. Ja, schon. Bart, Mund. Okay, dann müssen hier die Augen hin. Es ist so krank. Ja, ja, unser Zwergenhaus. Juhu. So viel zu dem. So. Ja. Ich glaube, ich brauche noch viel mehr Basalt. Ach du Scheiße. Das Böse. So, Matsch, was tust du denn so unten in deiner Grabbelbude? Ich baue mir noch ein paar Massfabrikatoren. Die laufen mir zu langsam hier. Eigentlich wenn du bei mir das LP siehst, sieht er eigentlich nur von, wie ich von einem Punkt zum anderen laufe und gucke, was die anderen tun. Du bist der Speer, Mann. Ich bin der Speer. Mann. Ich speere alles aus. Wenn man bei mir das LP sieht, sieht man alles. Mann. Alles. Was zur Hölle? Spinne. Nein, keine Spinnen bei mir im Haus. Aus. Die sind nicht willkommen. Geh weg. Boah. Gutartiger Feind. Ich meine, großartiger Feind. So. Hey, Hutch, was geht? Nicht viel, alles was bei Männern hat. Eine Spinne? Nee. Eine Spinne hat 4. Nee, 8. Die geht aber auch. 4 Beinspinnen, dann werden Spinnen gar nicht mehr so eklig. Dann werden sie für mich sogar noch ekliger. Warum? 4 Beine, weißt du, wie hässlich das aussehen würde? 8 Augen und 4 Beine oder was? Die 8 Augen sind dann ja immer noch störend, da habe ich nichts zu gesagt. 4 Augen? Ah, zwei Augen, lächelndes Gesicht. Oh. Es gibt auch hier diese komischen, diese Springspinnen. Die finde ich sogar ganz niedlich, muss ich sagen. Diese kleinen Springspinnen. Also, Leute, falls ihr mal ein Geschenk machen wollt, schenkt eine Springspinne. Nein! Per Postkarte. Nix da! Von einem, dass ich jetzt Postkarten kriegen kann von meinen Abonnenten. Aber, echt? Nein, wehe. Was ist dein Postfach? Ich habe jetzt ein Postfach. Du hast. Alter! Warum hast du jetzt einen. Ich glaube, ich schick dir mal Scheiße. Lecker. Also nicht Scheiße an sich, so wortwörtlich, sondern so, weißt du, meinen Müll, den ich nicht mehr brauche. Irgendwelche Bananenschalen oder sonst was. Ach so. Dann zeige ich dich an. Wegen Müll? Ja. Ist Missbrauch von Eigentum sogar. Hm? What? Ich ja, beschenke dich doch. Du missbrauchst mein Postfach und mein Postfach ist mein Eigentum, also wird es dementsprechend geahndet. Ja gut, aber ne, es läuft doch in Ordnung, oder? Bin ich dich voll Mülle? Nein. Nein. Kannst du ruhig mit deinem Zimmer weitermachen, dagegen habe ich kein Problem. Haha, wir haben ja Nanos, die uns an und ich kann fliegen. Ja, trotzdem, ha. Ja, jetzt ist es aber nicht mehr so gruselig irgendwie mit der Nanosuit. Guck mal, ja, da ist ein Enderman. Ist komm her, Enderman, ne? Kannst mir nichts. Ich bin dafür, dass wir. Moment, warum? Mit welchem Item? Ach ja, mit diesem Ring hier. Okay, sagen wir mal so. Kann mir jemand sagen, warum ich Leben verliere, weil ich einen Nanosuit anhab? Weil du doof bist. Oh-oh. Nee. Das war knapp. Klar, bist du Arsch. Doof. Sag. So, ja, ich hatte hier einen schönen Disconnect und währenddessen hat der Relaxation IP wieder alles weiterhin aufgenommen. Aber was verpasst habt ihr jetzt nicht in der Hinsicht so? Nee, ich bin nur an hässlichen Spinnen hier am Repieren. Irgendwie. Das Standard halt. Moment, jetzt kriegst du doch von Spinnen? Nein. Ich brauche übrigens noch mehr Basalt. Noch mehr Basalt? Boah, ich hab eine Idee. Ich hab 46 Basalt. Ich mach brauche Basalt. Von dir Basalt-Kopien. Dann komm her. Auf in die Forscherhöhle. Ich kann fliegen. Aua. So. Boing. Nun, Leute, ich gehe mit euch mal auf eine kleine Erkundungstour. Hier sind wir mitten in der Wüste und der Creeper. Hey, komm her. So. Selbsalabim, Sesam öffne ich. So. Da sind Kaktussen. Alter Schwede, das sieht immer kranker hier bei dir aus. Das ist unglaublich. Dann geh mal hier an den Dingen. Ja. Leg deinen Basalt rein. Ja. Leg links, deinen Kleinstein rein. Rechts? Ja, auf die rechte Seite mittig. Kaktus. Okay, hab ich. Leg dann auf die linke Seite deinen Kleinstein rein. Das dummes Dreckschaf. What the? Und jetzt sollst du welche rausbekommen. Ja. Ja. Leute, dieses Schaf ist gegen den Kaktus gerannt. Warum tut es sowas? Wie viel?
Geil. Ah! Warum tut das so was? Cool. Dieses Schaf hat gerade Selbstmord begangen. Es war das schwarze Schaf in der Familie und hat sich an einem Kaktus umgebracht. War es wirklich schwarz? Ja. Cool. Jetzt kann man sogar nachts arbeiten und man hat keine Angst mehr vor irgendwelchen grün laufenden Penisse haben, die dann auch noch meinen, zu dir zu kommen und zu explodieren. Finde ich super. Schade, das war der Hauptbestandteil meiner Aufnahme. Die können sie ja mal noch machen. Also ist es nicht. Ja, sie können es versuchen, aber ich kann ja fliegen. Ich bin Superman. Mit einer Nanosuit und tausenden Raypoints auf der Karte, die mir sehr weiterhelfen. Sind das und nicht diese komischen Sterbe? Ja. Kannst du doch entfernen. Ja, ich weiß, aber die helfen mir ja weiter. Willst du mich verarschen? Ja, ich komme wieder nach Hause. Ich bin mitten irgendwo in der Was Pampa. Was ist das denn gewesen? Du! Oh, oh. Hey! Nein! Ja, dann komm doch, du Bescheuerter! Oh, what the? Enderman! Trau dich doch, mich zu stören bei meiner Arbeit. Puh. Falls jemand die Videos kennt, Miss Adventure? Nein. Nee, Miss Adventure Craft oder so. Ne, mit dem... Ne, Doggy Doggy Doggy. Meine Hunde haben auch gerade versucht umzubringen. I give my dog a really great name. His name is Doggy. Doggy 1, Doggy 2, Doggy 3, Doggy 4, Doggy 5. Nein, nein, das war mit ABC und so. Ach so. ABC. Doggy, 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 Doggy. Und dann, hey, ich gebe dem ganzen Hunden einen gleichen Namen. Momentchen mal. Ich glaube, es ist immer noch verbuggt, Hutch. Die Fenster lassen, glaube ich, doch nicht genug Licht durch. What the? Nein! Ist mir egal. Das ist ja nicht so ganz schlimm, Leute. Es ist ja nur ein bisschen Licht und wenn du damit ein bisschen Glühbirnchen nachhilfst, ist das kein Problem. Ja, genau deshalb, ja. Weg damit! Lalalala. Lalalala. Und wie jetzt jemand sagt, was ist das hässlich? Lass den Zwerg in Ruhe. Ah, jetzt haben wir ein neues Maskottchen. Scheiß auf den Holzgötzen. Wir haben jetzt den Zwerggötzen. Ich dachte schon, scheiß auf meine Zeichnung. Auf die auch. Fick dich. Oh, welche Zeichnung? Ich will sie sehen. Mach sie nicht kaputt. Welche Zeichnung? Mein Avatar. Ach so. Die ist auch kacke, aber von dem reden wir gar nicht, weil wir gerade im Let's Play sind. Das sage ich Saskia. Puh. Wer ist Saskia? Ja, die den Avatar gemacht hat. Ja, ja, ist ja gut, das ist ein toller Charakter, Avatar und jetzt... Nee, bei der hast du jetzt schon verschissen. Eine weitere Frau, bei der du verschissen hast, ehrlich. Ich meine, keiner mag mich. So, weißt du, wo ich jetzt erstmal hingehe? Ich gehe jetzt erstmal um den Pott oder so hier. Kann man in den Kacken gehen hier. Ja. Wir haben kein Klo. Doch, haben wir. Ja, aber so ein Gemeinschaftsklo, so weißt du, so eine Art, ne, kennt ihr doch, diese Dixie-Klos. Aber weißt du was, deine Fabrik ist jetzt größer nach oben hin als zur Seite und deswegen ist, richtig. Ist die ziemlich unnötig. Also vom Sinn her, von der Produktion her. Du willst schon sehen. Ist es okay, aber vom Sinn her irgendwie ziemlich verschwenderisch. Das ist mein Baustil immer, glaub mir. Ich bin auch nicht derjenige, der einfach nur mal bei so einer Burg meint, ach ja, jetzt wo hier unten wir auf dem Berg gebaut haben und wir jetzt so einen Hohlkegel haben unten, ja, können zwar Monster spawnen, darauf habe ich keinen Bock, dann bin ich nämlich derjenige, der erstmal ganze Hohlkegel noch abbaut, dass dort auch keine Monster spawnen, sondern alles voll mit massiven Stein ist. Ich frage mich, wo eigentlich meine ganzen scheiß Köter hin sind, die ich gerade mir geholt habe. Hoppla. Also irgendwie sind die gerade weg. Was war das denn für ein Geräusch? Das... Was? Nein, dieses... Das war ich, glaube ich. Wenn du gleich irgendwas mit Nukes machst, dann bringe ich dich um. Nee, dann sind wir tot. Nee, wir haben ja die Nanosuit. Ups. Wir haben ja zum Glück die Nanosuit. Stimmt, aber die... Nee, wenn man direkt in nuklearen Explosion ist...
Ja, direkt. Ein voll aufgeladener Janus-Suit beschützt dich von Explosionen, von Atombomben, die vier Felder von dir entfernt sind. Diese Nanosuit ist verdammt geil. Und ich bin froh, dass wir sie haben. Und ich bin froh, dass wir uns haben. Wir sind alle Freunde und lieben uns. Ich töte dich. No, was? Nein! Ach nö! Das ist die Strafe für deinen Ungehorsam. Du bist doch der Ungehorsame hier. Nein, ich mache nur kleine Hündchen, die irgendwie immer weglaufen und mich ignorieren. Du hast meine Katze vergewaltigt, du Arsch. Hä? What the? Wo kommen die ganzen Hunde her? Die haben mich gefunden. Die hast du gerade alle gezähmt. Ja, die haben mich gerade alle gefunden. Die hast du alle gezähmt. Alle gefunden. Ne, die waren da in der Mülltonne. Na, Hunde, könnt ihr schwimmen? Könnt ihr nicht? Nein? Ach, können sie, verdammt. Ja. Okay, oh, wie das süß die sich, Alter. Mach mich nicht komplett nass, der Scheiß. Seiten, muss ich schon sagen, also. Aber das Gebäude ist schon mal schön groß. Das war nämlich mein Ziel. Da kommt nämlich noch was viel Fetteres hin. Ach, wird das fein. Ein fetter Mann. Hallo? Ich überleg gerade was, verdammt. Das ist echt ein bisschen zu hoch. Das habe ich so vom Weiten jetzt gesehen. Vom Nahen ist das ja ganz in Ordnung, aber nee, das ist zu hoch. Mensch, wie ging das nochmal? Stern, der deinen Namen trägt. Nein. Ach, egal. Schalalalalalalala. Mein Gott, ey, das wird jetzt lange dauern. Gibt es nicht hier irgendwie ein Modul oder sowas, man das ganz schnell abbauen kann? Ja, es gibt einen Nuke. Mhm. Mit der baust du alles. Ich wollte jetzt aber nicht den gesamten Komplex abbauen, sondern eher einfach mal so TNT. Ein Stückchen. Ich wollte aber schon die Items, die ich hierfür benutzt habe, dann aber auch behalten. Spitzhacke. Nicht schnell genug. Zwei Spitzhacken. Es gibt noch andere Methoden. Gottes Faust. Was denn? Eine Säge. Nein, nur fast. Eine Spitz. Könntest du eventuell mal vielleicht bitte sagen? Eine Mining Drill. Bitte, verrückter Wissenschaftler Hutch. So zeige mir doch den Weg zur Erleuchtung, dieses Dach hier schneller abzubauen. Es ist mein größter Wunsch, den ich momentan zu erfüllen wünsche. Schleimer. What the fuck? Wie kommen die hier hoch? Ich weiß nicht. Wie schaffst du mich? Und einer ist runtergefallen. Die fallen hier runter. Kommt, meine Hunde. Alter. Und was für Schleimer? Du hast gesagt, ich sollte jetzt sagen, ja, will ich haben. Was auch immer, um was es sich handelt, keine Ahnung, aber ich wollte es aber mal so machen und Gap! Was denn? Überhaupt? Kriegst du. Du kannst halt. Mit Equivalent Change kannst du Werkzeuge herstellen. Ja. Mit denen du verdammt schnell abbauen kannst. Okay. Okay, das ist cool. Was sind das für Sachen? Dark Matter, also Dark Matter. Gebt einfach mal unten die Suchleiste Dark ein. So. Dark. Da gibt es sogar eine Rüstung. Dark Matter Pickaxe. Kaffee. Baut mal mit Dark Matter und Diamanten. Natürlich, jeder baut seinen Stab aus Diamanten, weil sich das auch voll lohnt. Und was zur Hölle tun diese drei. Alter, die machen richtig Gangbang, die Hunde. Warum tun die das? Das muss ich mir jetzt angucken. Wo sitze? Wo bist du da?
Warte, die müssen sich genauso gerade hinstellen wie gerade. Komm her, komm. Los, macht wieder da, guck, da macht sie die ersten beiden schon wieder. Guck mal, jetzt ist es 4. Warum tun die das? Hier, kick da api api. Schweine. Nicht du! Für die! Oh Leute, und wir müssen sagen, haut bis zur nächsten Folge, denn die Zeit ist vorbei. Mach's gut, bis dann, tschüss. Tschüss. Wisst ihr, was euch jetzt erwartet? Seht zu. Seht ganz genau zu. Halt die Fresse und genießt die Show!